Hallo, herzlich willkommen, meine Güte, gleich ans Mic, zu einem Angezockt. Doch ich sag jetzt Angezockt und zwar spielen wir Creepy Road. Ich habe das Spiel von den Entwicklern den Key bekommen und da natürlich auch herzlichen Dank an die Entwickler von, wie heißen die genau, Groovy Milk, passt ja auch zu Creepy Road. Ich war ein bisschen überrascht gerade, weil es ist eigentlich so ein Spiel, was gar nicht so dem Genre entspricht, was ich auf meinem Kanal so bringe. Aber dennoch natürlich, wir schauen uns das an. Deswegen denke ich, es wird ein Angezockt bleiben. Geplant wäre jetzt, dass ich das jetzt auch mit euch anschaue. Vielleicht könnt ihr dann auch so entscheiden, ob das was für euch ist, ob ihr das kaufen möchtet oder nicht. Und natürlich möchte mein Sohn das dann auch noch spielen. Vielleicht werde ich daraus auch noch ein, zwei Folgen raushauen, wenn er spielt, weil er kann sich so schön aufregen, wenn man stirbt. So wie ich. Das werdet ihr nämlich gleich sehen. Ich denke, wir starten jetzt einfach das Spiel und los geht's. Nein, wir machen ein neues Spiel. Wir machen das einfach, glaub mir. Mein Name ist Flynn Trucker. Ich bin ein Trucker. Normalerweise ist meine Arbeit nicht voll von Ereignissen, aber an diesem unglücklichen Abend ging plötzlich alles schief. Bewahre die Patronen von den mächtigen Waffen für später auf. In einer schweren Unordnung kann jeder Schuss Flynns Leben retten und entscheidend werden. Schließlich kehrte ich in meine Heimatstadt Strangeville zurück. Um nach einer langen Reise wieder zu Atem zu kommen und die Liebe meines Lebens zu sehen. Angelina. Oh. Mein Baby, Angelina, hat als Zirkustrainerin gearbeitet und nur heute Abend hat der Zirkus seine Tour mit einer großen Show in unserer Stadt beendet. Ich war nur eine Fahrstunde von der Stadt entfernt und fühlte fast die Wärme der Umarmung meiner Geliebten, als plötzlich... Oh, Crash! Es ist unklar, woher der wütende Bär auf die Straße sprang und meinen Truck angriff. Von einem Schock und einem starken Schlag verlor ich für einen Moment das Bewusstsein. Von einem Schock. Das Auto fuhr zur Straßenseite und prallte gegen eine Reklametafel. Als ich zu mir selbst kam und mich umsah, wurde mir klar, dass ich weitergehen müsste. Ja, wir wollen ja zu dieser Angelina. Das ist eigentlich die Hauptgeschichte von dem Spiel. Wichtig, was ich euch noch sagen möchte, also es ist, sieht man das, mit Controller zu spielen. Irgendwie, also bei mir klappt das so mit einer normalen Tastaturfolge von B, die aus, ja, geht einfach nicht irgendwie. Naja, jedenfalls habe ich Controller angeschlossen und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach an. Das sind wir! Ja. Puh, was zum Teufel ist hier los? Es schien mir, oder hat ein Zirkusbär den Truck angegriffen? So, das habe ich noch nicht gesehen. Es riecht hier nach etwas Seltsamem. Jedenfalls ist vom Stillstehen wenig Nutzen. Wir müssen versuchen, in die nächste Stadt zu gelangen. Der Weg dorthin ist etwa trübe, nehme ich ja doch eine Waffe mit. Okay. Alles klar. Wir haben einen Lebensbalken. Wir können hüpfen. Muss ich auch gerade wieder schauen. Und wir können... Wie kann ich schießen? Ah! Wir können Granaten schmeißen. Oh, jetzt habe ich durch eine... Wie konnte ich jetzt... Ach so. Ach, ja. Es wird sicher lustig. Drücke Art. Oh, yeah, bim, bim. All die bösen Zirkustierchen. Nein! Ich hasse so Spiele. Es ist nicht mal, dass ich das nicht mag. Es ist einfach, weil ich... Okay. Es ist einfach, dass ich mich da... Ah! Tierisch aufrege über solchen Scheiß, wenn ich dann sterbe und nicht weiterkomme. Also Jump and Run sind auch so Spiele, die ich wirklich sehr gerne mag. Oh, ja, ja, hey, hallo? Dreh dich doch um. Nein, 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 nein. Da habe ich die vorhin geschmissen. Ich muss doch mal ein bisschen... Macht es mir Schaden da bei diesem blöden...
Hilfe! Oh, oh, oh. Ja. Jetzt habe ich da gerade irgendwie ein Problem. Das hat er nämlich gerade. So. Akku gepiepst. So. Jetzt. Gut, gut, gut. Los geht's. Er dreht sich immer selbst noch um. Wieso denn? Nee, wir nehmen die Schrotarme mit 20 Schuss. Es kommen dann auch so, wie Endbosse immer, so zwischenzeitlich bei gewissen Leveln. Oh, die Geräusche schon nur, das ist ja... Nein! Wieso dreht... Der dreht sich immer um. Danger. Der Scheißbär. Wieso dreht er sich immer um? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, ich bin nicht gut in solchen Spielen. Ich ärgere mich da so tierisch. Okay, wir versuchen es aufs Neue. Ich habe es so ein bisschen angespielt eigentlich. Und ich staune gerade, da ging die Steuerung echt gut mit dem Pad. Und jetzt dreht er sich immer von selbst um. Wieso? Vorführeffekt. Komm schon, Bärchen. Ja, ich renne gleich noch selbst rein. Wir nehmen wieder die Pistole. Okay, dann halt nicht. Ja, du bist auch Danger, du. Nein, 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 nein. Ich müsste... Ich drücke immer falsch. Ich hab's euch gesagt, das ist echt, für euch ist das wahnsinnig lustig. Ich hasse so Zeugs. Es ist schon wieder gedreht. Bleib doch mal. Dann wir unendlich Munition, ne? Ist sie einfach umgedreht. Schon wieder. Ich spiele mit dem PlayStation 4. Oh, Controller! Ist da nicht mit speziell, aber so, das hat echt gut geklappt, dass ich so ein bisschen angespielt hatte. Weil ich eben gerade nicht so versagen wollte, wie ich das jetzt gerade tue. Ich muss darüber springen. Ich laufe einfach durch. Ich tue durch alle. Komm schon. Sind wir keine Granaten mehr? Scheiße. Da ist ein Burger. Oh! Okay. Ich mag's nicht. Hab ich es euch schon gesagt. Ich mag so Spiele nicht. Ich bin so... Ich werde so böse. Was soll denn das? Oh Scheiße, wir haben keine. Komm schon, stirb. Dreh dich um. Go, go. Burger. Ich brauche Munition. Ups. Alle ausgebrochen aus dem Zirkus, oder wie? Gott. Der Tod von Flint. 3 Stück. Ja. Ja, ja. Wir wollen die Bewertung gar nicht sehen. Ich spiele, weil ich so knapp bin. Jedoch zumindest etwa Bunmay. Offenbar sind Waldschweine von diesem Bauernhof entkommen. Kann mir jemand sagen, was los ist? Und woher sind all diese tollwütigen Tiere im Walde? Oh, meine liebe Angie, ich hoffe, dass du okay bist. Von hier aus bis Zirkus ist nur noch ein Katzensprung. Ganz knapp und wir sind bald endlich zusammen. Oh, warte, Baby.
Dein Daddy ist schon nah dran und wird alles von seinem Weg fegen, um wieder in deine rosigen Wangen zu kneifen. No. Alles klar. What? Ah, jetzt haben wir so eine Faust. Wie viele haben wir denn da? Ja, das ist mir sympathischer. Und das für eine Kuh! Jetzt sag mal. 22 Schuss. Was du? Alles klar. Die schießen. Meine Fresse. Von oben auch noch. Und gleich einen ganzen. Den ganzen Ding ist da weg. Cocktail. Ja, ich teste es aus und verbrauche natürlich gleich schon mal alles. Na kommt. Du blödes Mistvieh. Kommt her. Ich mache Schnitzel. Nein! Scheiße, noch von oben. Nein, 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 ich bin gleich tot, ja. Muss das anders, da von oben, von links und rechts. Alles klar. Wir laufen einfach durch. Ah, du scheiß Kuh, du. Schnitteltime! Oh, okay, alles klar, alles klar. Ach, die blöden Fische. Ich jag mich echt noch selbst in die Luft. Waffe wechseln. Ich hab keine mehr. Oh nein, 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 nein. Wieder die blöden Dingens da von oben. Es ist gar nicht mal so einfach. Und wie gesagt, ich spiele halt sowas eigentlich nie. Ja, Rock'n'Roll. Das ist eine blöde Kuh, hey. Ich muss da. Muss da aufpassen. Dass ich vielleicht eben nicht gerade. Komm schon. Ja, ich muss das zerstören. Komm, komm, komm. Geh kaputt! So, 17 Schuss. Ich mag schon jetzt nicht. Echt? Boah! Ich hasse das. Ich hasse das echt. Ich mag es einfach nicht. Ich mag es einfach nicht. So viele mag ich nicht. Ich mag sie. Aber es ist sicher witzig. Für die, die es mögen. Und natürlich oft auch solche Spiele spielen.
stellt sich sicher nicht so blöd an wie ich. Was? Errungenschaft? Es geht doch nicht so schlecht wie Spiele. Oh! Alles klar, ey. Bist auch Baby, du. Du bist Baby. Und knallen wir das ganze Zeugs doch in die Luft. Okay. Okay. Ihr glaubt's nicht, als ich das schon mal gespielt gehabt, so zum Reinschauen. Ich bin auch so weitergekommen als bis hierhin. Nein! Geh kaputt! Geh weg. Ach, diese scheiß Kuh. Oh, 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 oh! Ja, jetzt irgendwie. Eben, das ist so. Ich werde dann. Ich komme so in eine Sache rein und dann. Wenigstens so ein dieses Level zu schaffen, ne? Wäre so für einen angezockt vielleicht nicht schlecht. So ein bisschen schauen, dass wir irgendwie so ein bisschen Müll verbrauchen hier. Dieser scheiß Kuh! Hau ab! Da dreht er sich schon wieder ab, 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 ab. Ja. Was habe ich denn hier alles? Ich habe keine Dingens da mehr. Ja! Da, hey, Pupupu, genau, hey, spinnst du euch? Wie viele kommen denn da noch? Muss ich schon wieder machen. Oh Mann. Ja, ach, komm, leckt mich, ey. La, 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 wir versuchen es jetzt mal so und alle kommen hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Okay. Nee, jetzt im Ernst. Hm? Okay, die schmeißt einfach zurück. Zwei Treffer. Blöde Scheißkuh. Das blöde Haus kaputt. Ich kann einfach gedrückt halten. Nur haben wir leider hier nicht so viele Schüsse. Danger. Das dreht sich wieder um, wie ich vorhin sagte. Das ist doch scheiße. Ohne das... Ich kann nicht stehen bleiben. So, hier. Nein. Ja. Aber ihr versteht sicher das Grundprinzip von diesem Spiel. Und ich weiß, sehr viele spielen das mega gerne. Und für mich ist das echt eine Qual. Solche Spiele... sind für mich nerventötend. Da will man in Ruhe und Frieden am Samstagabend irgendwie mal was zocken.
Und ich komme auf die scheiß Idee, so ein Spiel anzuspielen. Ja. Mach dich platt. Blöder Scheißvogel kommt auch gleich. Ja, du bist auch Danger, du. Ah. Oben, unten, links und rechts und rechts und links und oben. Ich hasse Kühe. Ich habe echt Schiss vor Kühen. What? Mistvieh, hey. Komm schon. Nein, 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 nein. Vögelchen, piep, piep. Yeah, nix go. I go back. Ja, schmeiß meine Nerven. Ach, hier, blöden. Geh kaputt, komm. Schmeiß. Vielleicht. Checkpoint! Cool. Ja. What? Weg. Was? Wild gewordene Häschen. Komischer Tanzbär. Alles klar. Alles klar. Und wie lange geht das? Nein, diese scheißblöden Mistviecher. Boah. Ich lasse es meinen Sohn spielen. Ich glaube, der kriegt das besser hin als ich. Wie war das jetzt? Ja. Ich mag's nicht. Gott. Was tue ich mir hier an? Nein. Danger, yo. Ich gebe euch auch gleich. So haben sie schon Burger hingeknallt für mich. Weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit sterbe. Komm schon. Nein. Habe ich da gar keine Granaten mehr? Hey. Soll das? Scheiß Häschen, Tanzbär. Was habe ich noch für Waffen? Ja, go. Die muss ich da zweimal treffen mit der blöden Faust. Oh. Krieg ich das? Haha. Kommt her, Scheißvögel. Wie viele kommen denn da? Ist durch? Oh! Okay! Das war nicht gut. Oh, weia. Nein! Wieso? Mir doch so Mühe gegeben! Nein! Immerhin, ich habe noch Granaten. Molotov-Cocktails, Granaten. Ich kann. Ah, den scheiß Hasen, ey! Fast kein Leben mehr. Das geht so lange. So, jetzt muss ich das irgendwie anders. Hm.
anders angehen. Da. Ich kann es nicht anders angehen. Es geht noch so. Ich könnte auch in die Höhe schießen, ne? Was habe ich denn noch für Waffen? Ach, scheiß Spiel. Oben gucken, unten gucken. Bleib mir halten. Hey. Geschafft? Nee. Spring doch nicht! Nein, jetzt habe ich schon wieder in die falsche Richtung geschossen. Ich glaub's nicht. Wechsle! Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Oh. Ach Leute, wieso muss ich sowas spielen? Muss ich schon wieder? Danger. Ja, klar. Ja, werft doch eure Scheiße ab, hey. Bin gleich tot. Nee, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich will das nicht mehr spielen. Ja. Jump and run and shoot and make and hier und da und irgendwie alles miteinander. Und wieso du mir da nicht immer wechselst, so wie ich das möchte, ich verstehe es nicht. Ich, nee, das ist gar nichts für mich. Da bin ich echt, ich bin da echt schon sauer. Aber sowas von. Irgendwie habe ich Lust auf Schnitzel. Ja, ich lasse es. Es ist wirklich, es ist, wie ich sagte zu Beginn, es ist einfach nicht ein Spiel für die Brew. Ich habe das so, da werde ich so stinksauer, dass das bringt nichts. Aber ich habe es gesagt, wegen meinem Sohn. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Dass mein Sohn noch spielen möchte, werde ich, wenn es geht, alles klappt und so, ich mache das immer nach Lust und Laune mit ihm. Werde ich das aufzeichnen und dann wird wahrscheinlich noch mal eine Folge kommen. Für mich, nein, nein, das, nee, wie gesagt, das ist gar nicht mein Genre und ich war sehr erstaunt, dass ich den Key bekommen habe, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Also das ist natürlich immer mega cool. Ich habe es gespielt, ihr Lieben, und vielen Dank, aber das ist einfach, da bin ich nach einer Stunde, bin ich fix und fertig und stinksauer und ne. Aber ansonsten ist es natürlich gut, es ist, das übliche, ganz grundlegende Jump and Run und ein bisschen herumschießen und ballern. Und ich weiß, dass das sehr, sehr vielen von euch gefällt.
die auf sowas stehen, ist ganz klar, kauft es. Also auf jeden Fall. Für mich ist das nichts. Und ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Auch wenn ich mich tierisch im Moment innerlich ärgere. Ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Let's Plays auf meinem Kanal. Schaut auch vorbei. Dead by Daylight, die Sims laufen. Es sind diverse, die Let's Plays. Land of Pain wird kommen. Also wirklich einiges habe ich geplant. Schaut doch dort vorbei, wo ich dann auch ein bisschen mehr mit Leib und Seele dabei sein kann und werde. Und ich freue mich, euch dort begrüßen zu können. Bis dann. Tschüss.